بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لببولة وشبستة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تصفيه يتزمن زند und was soll ich sagen und die Brüder, die haben fast alles gesagt und jeder merkt was unsere Lage ist, die Muslime. فاللهم اصلح حال المسلمين. Mein Vortrag geht um die Vorzüge von الشام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. الشام مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء. كام رسول الله صلى الله عليه وسلم dort jeder Prophet hat auf ihn gewartet. Und nicht nur gewartet, sondern er muss als Vorbild sein. Sallallahu alaihi wa sallam. ونحن من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber wo ist أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن jeder von uns auch muss wissen, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. Diese Stunde oder Ende der Stunde kommt wann? Erst wenn die Muslime gegen Juden kämpfen. Jeder Muslim kennt diese Hadith. Hadith رواه مسلم. حتى أن اليهود Die Juden, die werden hinter Steine und auch die Bäume auch verstecken. Aber was ist die Hikma von diesem Hadith? An Rasul sallallahu alaihi wasallam قال: Die Steine und die Bäume, die werden die Muslime rufen: Ja Muslim, ta'al. Schau mal, wer redet jetzt? Steine und Bäume. Schau mal jetzt. Wenn ein Stein mit dir redet, dann wirst du ausflippen. Kann man das nicht ertragen? Kann man das nicht ertragen, subhanallah? Hier steht oder versteckt diese Weisheit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dass diese Menschen, die werden Awliya sein. Dass eine, er wird mit einem Stein auch reden und er kann das auch ertragen. Ja, Muslim. Und der Muslim kommt einfach. Was willst du? Hinter mir ist jemand. Gib ihm. Sallallahu alaihi wasallam. Und das ist nicht nur für die Brüder
auch für die Schwestern. Ja, Muslim heißt nicht nur eine Mann, sondern auch Frauen. Aber die Lage auch von den Schwestern oder von den Brüdern heutzutage. Meisten Brüder, die sitzen nur am Couch und die gucken, die Lage, was jetzt in Syrien ist. فاللهم قوي سواعد إخواننا في سوريا. اللهم احفظهم. اللهم اغفر لهم وتبتهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. Und möge Allah auch Bashar al-Far vernichten. Warum? Selten auch von den Muslimen, die wissen nicht, diese Aqida von diesem Far, diese Bashar. Selten. An-Nusayriya, Al-Alawiya. Ihre Aqida, die sagen, dass Ali radiyallahu anhu, er hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschaffen. Wie kann das sein? Und die sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Al-Miqdad radiyallahu anhu erschaffen. Und noch schlimmer, dass Al-Miqdad uns erschaffen hat. Wie kann das sein? A'udhu billah min hadha ash-shaytan, min hadha al-bashar. فلا بشر له إنه فار. والله قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشام أرض الأنبياء، أرض الصالحين، أرض الشهداء، أرض ماذا أقول؟ أرض الصالحين. سوريا تحترق. فبرنت فهل من مناج فهل من مناج spenden jetzt ist nicht freiwillig spenden ist muss wenn du 1 Euro spendest das ist genau wenn du 700 Euro gespendet hast Allah azza wa jalla ذكر في القرآن الجهاد جهاد النفس تستو كمفس لكن فو إن 10 فازن إن قانس القرآن إن 10 فازن ذكر الله عز وجل الجهاد بالنفس وبالمال aber wenn ihr merkt in diese 10 فازن قدم الله عز وجل المال على النفس Erstens mit eurem Vermögen, dann kommt eure Seele. Außer in eine. Das heißt 9 Versen Al-Jihad bin Amwal, dass du spendest und nur 1 Jihad al-Nafs. Al-Sham. Dort wird auch Isa alayhi salam runterkommen. عيسى عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أباد إن المنارة البيضاء أين من غط und schau mal hier ist auch ein حكمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم damals bevor diese Minarett gebaut ist oder wurde und die ist schon da من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إنه الله عز وجل قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أرض دمشق أرض أو أرض الشام أرض مباركة أرض مباركة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم Die werden kämpfen, ein Ta'ifa, die wird immer bleiben bis Yawm al-Qiyama. Al-Khasara lana, die kämpfen, die machen alles, was möglich ist. Aber was wir machen, das ist die Frage. Und jeder sagt,
Ich liebe Allah Azza wa Jal. Ich liebe Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Aber die Frage ist, ob Allah dich liebt, ob Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam dich liebt. Das ist die Frage. Jeder von uns sagt das. Aber die Frage, wie gesagt, ob Allah Azza wa Jalla uns, ob Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam uns liebt. Warum? Weil es gibt Leute jetzt, die gucken diese Nachrichten und gleich nach Nachrichten nichts passiert. Nur während den Nachrichten, die sagt, oh Allah, Subhanallah und so weiter. Aber gleich nach Nachrichten nichts passiert. Obwohl, man kann alles machen. Wallahi, achi, man kann alles machen. Mit 1 Euro. 1 Euro kannst du spenden und du kriegst auch so viel Belohnungen auch bei Allah Azza wa Jal. Denk nur an die Schwestern, die dort sind. Denk nur an die Bruder, die dort sind. Warum? Al-Jihad bil Mal kann jeder machen. Kann jeder von uns machen. Warum? Al-Hikma, dass Allah Azza wa Jal 9-mal die Versen mit Jihad bil Mal angefangen hat, weil jeder von uns kann das machen. Warum? Jemand, der behindert ist, er kann spenden. Jemand, der blind ist, er kann spenden. Ein alter Mann, er kann spenden. Eine Frau kann auch spenden. Ein Kind kann auch spenden. Aber Jihad und Nafs kann nicht jeder machen. Jihad und Nafs kann nicht jeder machen. Ein behinderter Mensch, er kann das nicht machen. Obwohl er Gründe hat. Er muss nicht machen. Lakin, Jihad al-Mal kann jeder von uns machen. Oh Wallahi, der beste Jihad, auch nach diesen Sachen, dass wir auch Dua für unsere Geschwister dort auch machen. Man vergisst, schau mal, Subhanallah, du bist jeden Tag, du betest jeden Tag und trotzdem manchmal, gleich nach dem Gebet, du sagst, ich habe vergessen, dass ich mit meinem Bruder, der dort sind, Dua zu machen. Du sagst, inshallah, nächste Gebet. Und trotzdem, قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أحمد بن حنبل رحمه الله. Jeder kennt Ahmed ibn Hanbal. Damals, die Leute, die haben nur gewünscht, dass die Ahmed ibn Hanbal sehen können. Weil damals gab es kein iPhones, kein S3, kein WhatsApp, kein gar nichts. Die haben nur gewünscht, wie sieht er aus? Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, wie sieht er aus? Jetzt kannst du einfach schreiben, kommt er. Der Sheikh, was du sehen willst. Irgendwann Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, da hat einen Vortrag in einer Stadt, in einer Moschee. Manche Brüder kennen ihn, manche nicht. Nach dem Vortrag, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah قال zu dem Hausmeister, kann ich hier übernachten bei euch? Ich bin gharib. قال Al-Hausmeister, nein. Das heißt, diese Geschichte von Hausverbot ist auch von damals, nicht nur heutzutage, auch von damals. Hausmeister hat ihm gesagt, nein, darfst du nicht. قال Ahmed, idan ala atabati al-masjid, an die Tür von Moschee, auch nicht. فخرج أحمد بن حنبل und da war richtig kalt. Irgendwann ist mit einem Bruder ein Khabbaz, ein Bäcker getroffen. فخال الخباز der Bäcker hat ihm gesehen, sagte ihm, أنت غريب. Ja, ich bin fremd, ich bin nicht von dieser Stadt. فقال له الخباز, dann komm zu mir, du kannst bei mir übernachten. قال الحمد لله. Diese Nacht gerettet. هذا أحمد ابن حنبل رحمه الله. فذهب مع الخباز. Aber الخباز, schau mal, warum habe ich das gesagt? Was الدعاء machen kann. دخل أحمد ابن حنبل bei diesem Bäcker und dieser خباز, dieser Bäcker, ganze Nacht, der backt
وندبق الدعاء. فقال احمد رحمه الله ich habe gemerkt dass du ganze nacht hast nur dua gemacht obwohl du arbeitest. قال نعم ich bin immer so. احمد ابن حنبل sagt ihm oder fragt ihm was ist die früchte was du von diesem dua bekommen hast. Der Bäcker sagte, wallahi, ich habe alles bekommen, was ich gewünscht habe, außer eine Sache, dass ich mit Ahmed ibn Hanbal treffe. Oh, ich bin Ahmed. فقال Ahmed ibn Hanbal, فوالله, Allah azza wa jal, ساقني إليك. Ich wollte normalerweise in der Moschee schlafen, aber da hat mir Hausverbot gegeben, deshalb bin ich zu dir gekommen. الدعاء. und الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الصحيح صحيح الجامع أبن رحمه الله قال عليكم بالشام. das ist eine وصية, ein Vorschlag von ein Ratschlag von الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله. they're from the best Länder, was ihr auf dieser Google Erde gibt. يَسْكُنُهَا خِيرَتَهُ. Nur die besten Leute, die dort wohnen. وَفِي أَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Man vergisst auch nicht unsere Brüder, die in Palästina sind. Man vergisst auch nicht unsere Brüder, die in Afghanistan sind. Man vergisst auch nicht die Brüder, die auch in Philippinen sind. Man vergisst auch nicht die Brüder, die auch in Tschechien sind. Alle sind unsere Brüder. Möge Allah die alle helfen. Wallahumma urzuqna ma'ahum shahada allati la tunalu illa bil ikhlas wa bil iman. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه فمن أبى. Wenn jemand das nicht will, dann er muss nach Jemen. Schau mal, Ahlul Jemen auch. Wenn jemand nicht nach Syrien, nach Scham gehen, dann besser, dass er auch nach Jemen. Hadihi, das ist ein Ratschlag von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? فَإِنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِ. Allah Azza wa Jal schützt die Leute, die in Scham sind. Obwohl wir nicht merken, aber die Was kriegen die? Die kriegen Shahada, die beste Sache, was man kriegen kann. Obwohl du siehst, dass so viele Katastrophen sind, aber هذا خير لهم وابتلاء لنا ولا تقول قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموال بل أحياء ولكن لا تشعر. الشهادة, dass jemand das kriegt, die beste Sache. Dass du einen Thron in Yawm al-Qiyamah kriegst, dass du Huriyat ul-Ayn kriegst, ist nicht einfach. Ein Huriyah, dass du kriegst ihre Brautkörper, nicht 1000 Euro, 20.000 Euro, dass du zwei Rakat machst, dass du richtig fastest, dass du guten Taten machst. Das ist ihre Brautkörper, Mar, von einer Huriyah, die auf dich wartet, inshallah. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم das mit أهل الشام دعاء macht. Wie wird das sein? Viel Baraka normalerweise. Viele guten Taten. Dort wirst du auch von deinem Grab auch aufstehen. Al-Mahshar wal-Nashr. Von dort. Jeder wird von uns auch von seinem Grab auch aufstehen. Aber die Frage, wie werden wir von unserer Gräber aufstehen? Wie werden wir von unserer Gräber aufstehen? Wenn jemand zum Beispiel Leber macht, er wird von seinem Grab So mit Zetteln aufstehen. قال الله عز وجل
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Wie kann man vorstellen, dass jemand von seinem Grab so aufsteht mit Zettern und jeder wird sagen, dieser Bruder oder diese Schwester hat Zinsen in Dunja genommen. Oder jemand, der wird auch von seinem Grab schief so laufen und jeder wird auch wissen, dass dieser Bruder hat mehr als eine Frau geheiratet, aber hat keine Gerechtigkeit zwischen seinen Frauen gehabt. Wenn du jemanden in Yawm al-Qiyamah siehst, dass er so läuft, sag ihm Bescheid. Oh Bruder, ich habe dir gesagt nur eine. Du hast drei geheiratet. Aber jetzt viel Spaß. Oder wenn wir auch eine Frau in Yawm al-Qiyamah sehen und die Schlangen fressen ihre Brust, musst du auch wissen, dass diese Schwester, er hat nicht ihre Kind oder ihre Kinder gestillt. Nicht wegen Krankheit, sondern hat sie Angst, dass ihre Brust locker wird. Das ist auch eine Strafe. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام طوبى اما wenn du hörst طوبى manche Gelehrten haben gesagt dass das ein Baum im Paradies ist aber الطوبى ist الخير alle guten Taten was du in Paradies kriegst طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام so hat رسول الله صلى الله عليه وسلم gesagt und schau mal die Sahaba jetzt Die werden ihn auch fragen, warum diese Toba? Weil die Sahaba, die bleiben nicht still. Die müssen auch, oder die sind immer neugierig. Was kann man machen, damit wir viele Belohnungen auch kriegen? Toba al-Sham, Toba al-Sham, Toba al-Sham. Qalu, wabima dhalika ya Rasulullah? Warum? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. Die Engels, die machen ihre Flüge auf Scham. Subhanallah. Und muss ihr auch also vorstellen, die Flügel von Engels. Ein Flüge, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام Er hat 600 Flügel. Ma bayn al-janah wal-janah wie zwischen der Erde und dem Himmel. Zwischen ein Flügel und ein Flügel von Jibril alayhi salam. Und er hat 600 Flügel, genau wie zwischen der Erde und dem Himmel. Wie groß ist das? Allahu a'lam. Und trotzdem kana Jibril alayhi salam, wenn er Al-Quran Und Allah Azza wa Jal hört, der bekommt diese Khashya, diese Khauf. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان يطأطئ رأسه جبريل عليه السلام. وكان der schwitzt. Warum? Weil ein Koran bekommt von Allah Azza wa Jal. ما حالنا مع القرآن؟ Was ist unsere Lage mit Al-Quran? Spenden. Wie gesagt, spenden. Und qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam auch eine Sache, die gegen uns ist. Wenn wir nicht spenden, qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ Wenn die Scham Leute kaputt gehen, Wir haben kein Khair. Wir sind richtig selber kaputt. فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ Hoffnung. Diese Hoffnung. وَلَا يَزَالُ أُنَاسٌ Es gibt immer
gute Bruder, wala yazal, und auch gute Schwester, nicht vergessen. Wala yazalu unasun min ummati mansurin. Die kriegen ihre Sachen, was sie wollen. Aber was wir machen, wenn wir vor Allah Azza wa Jalla auch stehen, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ما منكم إلا سيكلمه الله jeder von uns erwähnt vor Allah عز وجل stehen und erwähnt mit dir reden ليس بينه وبينه ترجمان zwischen dir und Allah عز وجل gibt es keinen Dolmetscher was wird dich also retten فتنظر عن يمينك Du wirst auf die rechte Seite gucken, was wirst du finden? فَلَا تَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْتَ Du wirst nur die Sachen, was du im Dunya gemacht hast. وَتَنْدُرْ عَنْ شِمَالِكَ Auf die linke Seite auch genauso. Du wirst nur die Taten, was du auch im Dunya gemacht hast. Aber vorn, was wir vorne sehen, فَلَا تَرَى إِلَّا النَّارِ Wir werden nur Feuer sehen. Feuer. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمْرًا وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبًا بِشِقِّ Was du kannst. Was du kannst. Es gibt Leute, die sind richtig Millionär. Und ich sag euch, Wallahi, es ist in manchen Ländern Katastrophe. Die denken nicht an die Brüder, die in Syrien sind. Obwohl sie richtig reich sind. Sayus Alun, die werden gefragt. Es gibt manchen, die kriegen, was kann ich sagen, jeden Monat ein neues Handy. Manchen ein neues Auto. Ein neues Auto. Manchen tagelang nur am Telefonieren. Das kostet auch Geld. Manchen zwei, drei Schlachten auch oder Schachtleister, Schachtel rauchen. Was willst du Allah Azza wa Jalla sagen? Jetzt gibt es Möglichkeit, dass du deinem Bruder hilfst. Und ich habe von Anfang gesagt, dass das nicht freiwillig ist. Vor Wallahi, das ist eine Muss-Sache. Muss. Und wir hoffen auch, dass die Brüder heute inshallah viel Geld sammeln, damit wir auch für die Schwestern, für die Brüder, die dort sind, auch schicken, damit wir auch nur ein bisschen sagen, ich habe eine Sache gemacht. Nicht wie die faulen Leute, die einfach nur reden und nichts machen. Letzte Geschichte. Da war eine Familie, die richtig faul, die sind richtig faul. Also solche Familien brauchen wir nicht im Islam zu haben, subhanallah. Und dann auf einmal, da kam die Frau und der Vater, der war mit seinen Söhnen zu Hause. Und die Frau kam nach Einkaufen, sie hat geklopft. Auf einmal, der Vater hat seinen Sohn gesagt, mach auf. Da hat ihm gesagt, nein, ich chitte, ich will nicht aufmachen. Der sagt ihm, das ist deine Mutter, mach auf. Nein. Was hat der Vater gesagt? Hat er zu der Mutter gesagt, Anti Talik, du bist geschieden, geh einfach nach Hause. Er will nicht nur einfach aufmachen. Und was noch krass ist, oder Katastrophe ist, dass die Frau hat Schlüssel. Hat Schlüssel. Sie will nur etwas machen, aber das ist faul. Sie hat auch nicht gemacht. فَاللَّهُ مَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا فَاللَّهُ مَنْصُرْ إِخْوَانَا فِي سُورِيَا وَفِي كُلِّ مَكَانٍ اللهم ارزقنا الشهادة اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك